Frau Doktor, jetzt sage ich den Doktor dazu, Dr. Birgit Ebert, die in Hagen sehr viel unterwegs ist, sehr viel schafft auch, sehr viel berichtet auf ihrem Blog über die Kultur, über Literarisches und selbst sehr viel auch schreibt. Auch sie ist heute dabei hier bei der Vernissage von Beber Illich in den Elbershallen. Für Sie auch ein Riesenhighlight für Hagen. Ja, ich finde das toll. Also vor allem, wie sich das entwickelt hat. Also ich bin Anfang Januar bei Beber gewesen, habe mal so ein bisschen gefragt, was steckt dahinter und habe mich fotografieren lassen. Und da war das ja noch ein bisschen klein und jetzt ist es ja unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Also toll, super. Was hat Sie jetzt selbst drauf bewogen? Haben Sie Interesse dran gehabt und haben Sie gesagt, Mensch, das ist eine Idee? Nein, also erstmal das Thema finde ich interessant. Also ja. Zu sagen, Mensch Leute, guckt doch mal hin. Dass auf so eine einfache Weise, es sind ja eigentlich nur zwei Fotos, die zusammengefügt werden, umzusetzen und die Leute darauf hinzuweisen, ist super. Und ich habe gesehen bei Facebook, wie das funktioniert hat. Der erste hatte so ein Bild, der zweite hatte so ein Bild, dann hat der nächste gedacht, was steckt eigentlich dahinter, muss mich da schlau machen. Und das hat mich eigentlich fasziniert, wie man mit ganz einfachen Dingen sowas bewegen kann. Eine Geschichte, die ja nicht nur in Hagen geblieben ist, sondern mittlerweile über Hagen hinausgegangen ist, ins ganze Land, in die ganze Welt. Dann auch, sehen Sie da so eine neue Bewegung drin, dass man sagt, okay, viele bekennen sich zum Hinsehen durch diese Aktion? Ich hoffe, also es wäre super, wenn das so wäre. Also wenn ich jetzt mal so denke, ich habe ja viele Bekannte auch außerhalb von Hagen, weil ich ja woanders auch vorher schon mal gewohnt habe, da haben mich viele drauf angesprochen. Und daraus schließe ich, dass doch der eine oder andere sagt, ja, man muss wirklich mal mehr hinsehen und das ist eine tolle Idee, das aus Hagen zu bewegen. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihnen. Ich habe gesagt, ein neues Buch steht an oder mehrere sogar. Ja. Können Sie schon was verraten? Ja, was so? Ja, im Juli kommt als erstes Wer mordet schon im Ruhrgebiet. 11 Kurzkrimis mit 125 Freizeittipps und natürlich einem Kurzkrimi auch aus Hagen. Das kriminelle Ruhrgebiet, beschrieben von einer Frau, die aus dem Münsterland kommt. Wir sind sehr gespannt, was da alles erscheint. Gut, danke fürs Interview. Ja, gerne. Schönen Tag.